Hallöchen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne eine Powerbank vorstellen von der Firma Odenight, eine 10.000 mAh Powerbank. Viel Spaß in diesem Video. Ja, die Powerbank, die kommt von der Firma Odenight und kostet momentan auf Amazon ca. 16,99 €. Einen Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Die Powerbank gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal in schwarz und in blau und hat eine Kapazität von 10.000 mAh. Wir packen jetzt hier einfach mal den Spaß hier aus, so wird das Ganze hier präsentiert. Schöne blaue Farbe habe ich hier am Start. So, dann holen wir mal kurz den Akku raus, zur Seite legen den ganzen Spaß. Wir haben eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Dann haben wir hier einmal ein Micro-USB-Kabel zum Laden und ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal den Akku etwas genauer an. Das sieht auf jeden Fall schon mal vom Design her auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Also eine schöne blaue Farbe haben wir hier, die auch so leicht glänzend ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Hier, so sieht das Ganze hier aus. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr edel aus. Hier hinten stehen auch noch mal ein paar Daten und so weiter. CE zertifiziert. So, hier auf der Seite befinden sich die ganzen Anschlüsse in schön weiß. Like. So, zwei USB-Anschlüsse, Micro-USB und hier auch noch mal die LED-Indikatoren, sage ich jetzt mal. Die LED-Anzeige. Wir schalten jetzt einfach mal den Akku ein. Mal gucken, ob sich da was tut. Der Akku scheint auf jeden Fall leer zu sein, den muss ich erstmal laden. Wir haben hier zwei USB-Anschlüsse mit zwei verschiedenen Ausgangsleistungen. Einmal 1 Ampere, 2 Ampere ist hier leider nicht markiert. Steht es vielleicht in der Bedienungsanleitung drin? Ich muss nochmal reinschauen hier. Leider steht nichts in der Bedienungsanleitung drin. Ich hole mir mal ganz kurz mein Messgerät. So, Messgerät am Start. Ach ja, ich sollte erstmal den Akku laden. Scheiße. Ja, Freunde, damit wir rausfinden können, welcher Anschluss jetzt der 2 Ampere ist, nutze ich einfach hier diesen anderen Akku und mein kleines Messgerät hier. Das stöpsel ich jetzt hier einfach rein. Und dann schauen wir mal, was hier die Ampere sagt. 1,79. Okay, das wird der 2. Ah, jetzt geht er hoch auf 2 Ampere. Okay, sehr schön. Dann probiere ich mal den anderen Port. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Also beide Ports sind 2 Ampere Ports. Also von dem her ist es gar kein Problem. Schnell laden, super geil. Der Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh und besteht aus Aluminium und Plastik. Die Abmessungen betragen hier 14 cm auf 7,5 cm und 1,5 cm. Und wir haben hier zwei USB-Ausgänge mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2 Ampere, mit dem wir dann auch zwei Gerätschaften gleichzeitig laden können. Zusätzlich haben wir hier auch eine LED-Anzeige für den Ladestatus. Der Akku von Odenight kostet momentan auf Amazon 16,99 €, einen Link dazu da unten in der Videobeschreibung. Und ich habe jetzt hier den Akku 2 Wochen lang getestet mit meinem iPhone 6S und ich konnte mein iPhone damit circa 4 bis 5 Mal laden und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Im Casual-Betrieb heißt das für mich 4 bis 5 Tage, je nachdem wie sehr ihr euer Smartphone natürlich beansprucht. Ja, von der Optik her gefällt er mir auf jeden Fall. Diese blaue Farbe mit dieser Glitzeroptik und diesen weißen Elementen finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und ja, wir haben hier 2 Ports mit 2 Ampere und so weiter. Das heißt, schnelles Laden ist damit auch möglich. Und ich habe den Akku auch mehrere Tage in meiner Tasche gehabt und so weiter. Keinerlei Macken. Und von dem her ist es auf jeden Fall ein ziemlich guter Akku, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, einen Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen, Freundchen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt, hier ist gleich der Abonnieren-Button. Einfach draufdrücken. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.